Leute, 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 here we go again. Oh. Abbruch. Was wollte ich sagen? Gossip Boy is back. Und zwar sind wir mal wieder bei Promi Smash. Und jetzt ist es allerhand passiert bei Prominent getrennt. Und da schauen wir doch mal wieder rein. Was ist da denn so los? Wie äußern sich die Leute im Internet, die Kandidaten, um die es vor allem geht? Ja, ich spreche da vor allem auch über Nicola und Gloria. Wir haben den Streit gesehen und teilweise, wenn wir die Augen schließen, hören wir immer noch in irgendeinem deutschen Wohnzimmer Hamsterrad. Und ja, diesmal habe ich versucht, ein bisschen leiser zu machen, weil letztes Mal sind einigen von euch anscheinend die Kopfhörer weggeflogen. Das wird sich heute eventuell noch einmal wiederholen, denn ich habe gedacht, mit diesem Meme, mit diesem Hamsterrad, Hamsterrad! Genau. Müssen wir auf jeden Fall was machen. Und ich habe mich dann gestern so ein bisschen hingesetzt, habe mal hier und da was probiert und yep, ich habe euch, Leute, auf Instagram gefragt, soll ich das weitermachen oder nicht? Und bei meiner Story, damit wir alle auf einem Nenner sind. Also, das habe ich gestern gepostet. Ich lebe im Hamsterrad und zwar den ganzen Tag. Ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe im Hamsterrad. Soll ich das weitermachen oder nicht? Das Ergebnis spricht für sich und ja, ich habe geschrieben, safe, das wird ein Hit und deswegen habe ich mich nochmal rangesetzt und das Endergebnis findet ihr heute in diesem Video. Ich freue mich schon sehr, sehr, sehr darauf, was ihr dazu sagt und ja, ich glaube, das ist das Blödeste, was ich jemals aufgenommen habe, aber es ist ein Hit. Wie auch immer, wir gehen mal ganz kurz auf Promi Flash und schauen mal, was denn so passiert ist. Den Artikel, den ich mir anschauen werde, findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und natürlich, damit es hier mit rechten Dingen zugeht, werde ich auch sagen, wer diesen Artikel geschrieben hat. So, falls ihr sie nicht erkannt habt, das ist Gloria und das ist Nicola. Und ja, geschrieben wurde der Artikel, die kennen wir doch schon. Jeder, der die Promi Smash Videos von mir kennt, der weiß, ich habe den Namen IKN schon ab und zu mal in den Mund genommen. Ist so. Also, hier heißt es, Streit eskaliert, Nico Glumak erkannte Gloria nicht wieder. Und ich weiß nicht, was der Titel uns hier genau sagen möchte, aber es wird mal wieder Zeit, ins Spekulationsboot zu steigen. Ja, Wellengang geht eigentlich. Der wird sich am Ende des Videos nochmal ändern mit dem Song Hamsterrad. Aber wie auch immer, was wird uns Nicola wahrscheinlich sagen wollen? Ja, so wie der Zuschauer Gloria da gesehen hat, das ist es eigentlich nicht, so ist sie überhaupt nicht. Bruder, Temptation Island. Nein, aber das war jetzt wirklich was, da ist so viel vorgefallen und passiert und auch schon vorher und so. Das ist sie gar nicht. Bruder, Temptation Island, das ist same, same. Ist so. Ich meine, es gibt nicht umsonst unendlich Memes, die sagen, was Gloria aus Temptation Island für sich mitgenommen hat. Nichts. Niente. Nothing. Wir sind international, also einfach nada. Zurück zum Artikel. Ich finde es auch geil, dass ich das erstmal unterbrochen habe und nicht nur die Headline vorgelesen habe. Also, zwischen Nicola Glumak und seiner Ex Gloria herrscht ein angespanntes Verhältnis. Aktuell sind die noch Eheleute bei Prominent getrennt zu sehen und müssen dort versuchen, bestmöglich zusammenzuarbeiten. Doch bereits in der zweiten Folge eskalierte es zwischen den TV-Bekanntheiten und Gloria schrie ihren Ex-Partner beim Interview mehrfach aggressiv an, worauf er in Tränen ausbrach. An sich ist das ja überhaupt nicht lustig. Hamsterrad! Nein, also an sich ist das wirklich nicht lustig, denn schaut gerne meine Reaction, da nehme ich das so ein bisschen ernster. Zumindest so ein bisschen. Ja, und ich verstehe auch nicht, warum die, wenn die so Probleme haben, da sich ins TV setzen müssen, um das dann der ganzen Öffentlichkeit preiszugeben, wie die halt so sind. Und wenn sie wissen, dass das halt gang und gäbe ist, ja gut, dann setzt man sich halt auch nicht ins Fernsehen. Oder? Außer man hat Bock. Ist so. Übrigens, dieses Video ist ein Meinungsvideo. Alles, was ich sage, ist nur meine Meinung. Ich reagiere hier auf diesen Artikel bzw. auf das, was man gesehen hat bei Prominent getrennt. Folge Nummer 2. Promi Flash verrät Nico nun, wie er den Mega-Zoff, ich wollte schon sagen, überlebt hat. Erlebt hat. So. Hier noch, guck mal, ein Bild aus blumigeren Zeiten. Obwohl man ganz ehrlich sagen muss, bei Temptation Island war es ja auch nicht geil. In keinster Weise hatten die irgendwie ein gutes Verhältnis. Nur meine Meinung. Also, er sagt hier, im Interviewraum ist einfach eine Bombe geplatzt und meine ganze Welt hat sich einfach umgedreht. Es war einfach alles unglaublich viel für mich, gesteht er im Promiflash-Interview ehrlich.
Habe ich so schlecht betont, dass seine einstige große Liebe ihn so angeht, konnte Nico gar nicht fassen. Und ich weiß nicht, was das soll, das kann man doch so nicht ernst nehmen. Als ob das jetzt überraschend war für irgendjemanden. Das, was sie da gemacht hat, wie sie da mit ihm umgegangen ist, das ist doch nichts Neues. Oder täusche ich mich jetzt? Ja, klar, bei Temptation Island war die meiste Zeit alleine. Aber wir können sehr, sehr stark davon ausgehen, meiner Meinung nach, dass wenn die zusammengesessen hätten, im Interview hätten die nicht gesagt, oh, du Süßibärchen. Nein, du bist mein Süßibärchen. Nein, du bist mein Süßibärchen. Nein, du bist mein Süßibärchen. Also was ich sagen möchte, das ist für uns alle nicht unbedingt neu gewesen und irgendwie rechnen wir damit. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in den nächsten Folgen irgendwie komplett anders wird. Möglich ist natürlich dieses Fake-Gerücht, das schwirrt ja irgendwo, ah, da ist es gerade im Raum. Auf jeden Fall schwirrt das noch irgendwie rum und ja, wenn es halt so wäre, dann würden die wahrscheinlich so ab ein paar Tagen versuchen, sich wirklich anzunähern und dann wieder verstehen und plötzlich ist alles wieder tutti frutti. Was aber auch nichts daran ändert, dass diese Umgangsform ein bisschen ungeil ist. Oder? Im Artikel, der unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, ja, da geht es folgendermaßen weiter. Ich muss heute den ganzen Tag grinsen, es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, ihr habt alle einen großartigen Tag. Und ja, also, an dem Streit hat das Model deshalb auch heute noch zu knabbern. Ich habe Gloria in dem Moment nicht wiedererkannt. Diesen Moment werde ich nie in meinem Leben vergessen können. Es war schrecklich. Also... Es tut mir echt leid. Es war nicht nur für ihn schrecklich, es war für uns alle schrecklich. Wenn das wirklich so ist, dann ist das eine ganz, ganz schlimme Sache. Und ja, dann weiß ich auch nicht, wie man es schön beschreiben soll, aber irgendjemand braucht dann ein bisschen Hilfe, damit es besser wird. Ist so. Vielleicht ist das Leben dann halt auch nicht nur im Ponyhof. Get it? Doch trotzdem kommt die Eskalation mit seiner Ex für Nico nicht überraschend. Das ist jetzt der Widerspruch zu allem, was ich sage. Schon vor dem prominent getrennt Stab machte er sich viele Gedanken um das Auf und Ab mit Gloria, da ja auch abseits der Show sehr oft die Fetzen fliegen. Ah, now we are talking. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Angst gemacht. Ich habe mir vor meinem Einzug in die Villa Sorgen gemacht, ob wir wieder streiten werden oder nicht, berichtet der gebürtige Serbe Promi Flash. Bro, hätte man darauf wetten können. Und ich halte nichts von Wetten. Wetten sind nicht gut, aber hätte man darauf wetten können, all in. All in. Auf jeden Fall. Also wer hat bitte nicht damit gerechnet, dass die irgendwie streiten und eskalieren? Also wie gesagt, ein bisschen Drama gehört ja dazu. Das ist eine Unterhaltungsshow und wer weiß, vielleicht ist das auch alles extra. Aber ich sag mal so, wenn es extra alles so ein bisschen wäre, wäre das schon so für das Image, was man da mit sich rumträgt, nicht so geil. Außerdem gibt es, glaube ich, eine Story von Gloria, da sagt sie doch mal, auch ein bisschen falsch geschnitten und er hat auch rumgeschrien im Interview und sie soll halt so dargestellt werden und dies und das und Ananas und ja. Also ich verstehe halt wirklich nicht, wenn es beim ersten Mal Temptation Island schon so schief gelaufen ist, vielleicht wenn jetzt Gras drüber gewachsen ist und so weiter, haben die sich da schon was aufgebaut, Reichweite, ja, die können Produkte bewerben und kriegen anscheinend dafür Geld. Muss man jetzt auch einfach mal sagen und klar, natürlich ist das ein Job. Jetzt gehen sie wieder rein, weil sie denken, ja gut, im Endeffekt, klar war das kurz danach kacke und ich habe mich auch ein bisschen kacke gefühlt und so weiter, aber on the long run bin ich einfach Influencer und ich glaube, das steckt halt einfach wirklich dahinter. Jetzt müssen die das halt alles so ein bisschen schlucken, auch wenn anscheinend ein bisschen schwer fällt, aber das berechnet man meiner Meinung nach einfach ein. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann auch weitergeht, weil es wird wahrscheinlich, glaube ich, schlimmer. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, aber das war's schon auf jeden Fall mit dem Artikel. Ich bin auf jeden Fall safe, sehr, sehr, sehr viel schlauer als vorher. Also, so wie er die Interviewsituation wahrgenommen hat, war völlig krass, so ganz anders als erwartet, aber im Vorfeld hat er Angst gehabt, dass die Situation so ist. Ist das nicht ein Widerspruch in sich wie eine Trauerfeier? I don't know. Deswegen, mit Recht, kommt es jetzt zu dem, darauf freue ich mich schon wirklich, der Song. Hamsterrad ist fertig. Ihr habt die Skizze gehört und bleibt jetzt bitte dran, weil das muss man sich einmal gönnen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr witzig. Eine von euch hat geschrieben, ah, was cool wäre, wenn du so eine Scooter-Version draus machst. Und es ist nicht ganz Scooter, aber ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen wie HP Baxter. Und ja, dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass HP steht für Hans-Peter. Und Hans-Peter Kabibi ist geboren, beziehungsweise HP Bax Bibi in the house. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und es beginnt in 3, 2, 1. Boom! A, yeah. Ha. B. Ich lebe im Hamsterrad und zwar den ganzen Tag. Ich lebe im Hamsterrad!
Ich leb im Hamsterrad. Oh Mann, du kannst mich mal. Ich leb, ich leb, ich leb, ich leb, ich leb im Hamsterrad. I'm your MC for the night. I wanna see everybody on the dance floor. I go by the name of HP Bax Bibi. How much is the hamster? Juicy, tasty, booty, sweet, juicy, tasty, booty, on fleek. Ich leb im Hamsterrad und zwar den ganzen Tag. Ich leb, ich leb, ich leb, ich leb, ich leb im Hamsterrad. Ich leb im Hamsterrad. Oh Mann, du kannst mich mal. Ich leb, ich leb, ich leb, ich leb, ich leb im Hamsterrad. Früher waren es Hunde, lass die Hamster raus. Ein Blatt von dem Salat, ich mampf es auf. Das ist noch ein Song, den dieses Land nicht braucht. Ich lande auf der Eins, dann sieht das anders aus. Ich leb im Hamsterrad und zwar den ganzen Tag. Ich leb, ich leb, ich leb, ich leb, ich leb im Hamsterrad. Ich leb im Hamsterrad. Oh Mann, du kannst mich mal. Ich leb, ich leb, ich leb, ich leb, ich leb im Hamsterrad. Ich leb im Hamsterrad und zwar den ganzen Tag. Ich leb, ich leb, ich leb, ich leb, ich leb im Hamsterrad. Ich leb im Hamsterrad. Oh Mann, du kannst mich mal. Ich leb, ich leb, ich leb, ich leb, ich leb im Hamsterrad. Genau. Ich will nicht mehr reden.